Willkommen zurück bei Folge 25 von Let's Play Final Fantasy VII Remake für die PS5. Ich bin ein bisschen überfordert hier am Wallmarkt gerade. Aber gut. Schauen wir mal, was wir kriegen. Wir nehmen Premium-Massage. Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Warum liegt Cloud auf dem Rücken? Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's wehgetan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Ah. Okay. Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Und, wie war's? Hm? Bist du okay? Ja. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Sieht praktisch und bequem aus. Perfekte Cloud-Antwort. Verstehst du das unter einem Kompliment? Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. 1 Mille, ist klar. Habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber.
Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem Ballmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Da wird man ja ganz süchtig danach. Ich glaube, ich halte es ohne Madame M nicht mehr aus. Ich glaube, wir haben es verkackt. Aber na gut. Rückschläge gehören halt dazu. Das Ding jetzt mittlerweile? Nö, schießt immer. Vielleicht kaputt? Absolute Weltneuheit auf dem Wallmarkt. Ein vollautomatisierter. Sie doch hier reingetan. Nicht dein Ernst, oder? Das darf nicht wahr sein. Ich hab mein ganzes Was? Du willst jetzt noch mitmachen? Bist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Nehmt den Lift und fahrt nach unten. Beeilt euch bitte. Im Lift sieht es dann gar nicht mehr so schick aus. Als ich gedacht habe. Wie lange wir wohl noch fahren müssen? Alles nur, damit du dein Kleid kriegst. Was meinst du, wie viele Leute antreten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, Aris. Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Los, hier geht's lang. Macht schon. Midgard, die Stadt, die niemals schläft! In ihrer Mitte ein funkelndes Juwel namens Wallmarkt! Ein Ort des Vergnügens, an dem ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen! Und sie haben das wertvollste Kleinod von allen gewählt! Willkommen in Corneos Colosseum! Wir versichern Ihnen, heute werden Sie hier auf dem Wallmarkt Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt! Unsere Kämpfe werden Ihnen den Arsch erlauben! Der Gewinner kriegt sage und schreibe 1 Million. Und es gibt nur eine Regel. Den Gegner zerschmettern. Gnadenlos. Bis das Blut spritzt. Erbarmungslos. Bis die Knochen brechen. Nur wer alle Register zieht. Nur wer am Ende noch aufrecht steht. Wird mit Ruhm und Reichtum an überall. Erleben Sie blutdürstige Bestien, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehlen rauszureißen. Doch wir haben sie genug auf die Folter gespannt. Zeit für blutige Kämpfe. Der Corneo Cup ist hier mit der Runde. Okay. Oh je, wo sind wir denn hier gelandet? Das Wartezimmer, rein mit euch. Ja, machen wir gleich. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen.
Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier... Wenn ich euch einen guten Rat geben darf... Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match, bitte kommen Sie zum Eingang. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Weht ein rauer Wind hier. Aber echt, weht ein rauer Wind hier. Das war eine Spende von Corneo. Ein Schluck davon und hätte ich mir mal genehmigen sollen, dann wäre ich... Wenn ihr wollt, überlasse ich's... Wie schmeckt's? Ziemlich klebrig. Ich brauch das, aber nicht zu trinken. Schon lange nicht mal gesehen, so ein Ding. Gibt's Sachen, die wir noch nicht haben, aber... Nope. Die Sachen finden wir, wenn... So, TP und MP geheilt. Let's get ready to rumble. Seid ihr bereit? Come on. Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen. Okay, als nächstes gibt es ein Märchen hier. Sie haben sich wohl verlaufen. Sie sind zum ersten. Waren Sie wohl zu fein? Sie waren naiv genug herzukommen. Sind Sie auch stark genug heimzukehren? Arena frei für Cloud und Aeris. Ihr Loser habt keine Chance, verpisst euch, zieht ab! Hey Mann, falscher Ort für ein Date. Hey Kleine, zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack! Ich bin sauer. Der Gegner ist unser allseits geliebter Bestienbändiger. Ein weiterer Hauptkampf in seinem Futternetz. Heute gibt's sogar Nachtisch. Spritzendes Blut, panische Schreie. Arena frei für den einzig wahren, die unnachahmliche, blutdürstige Bestie. Ich bin gespannt. Die erste Runde hätten wir überstanden. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Ich glaube nicht. Nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Ja, warte mal. Nicht so ungeduldig. Ihr seid noch nicht dran. Wartet hier. Kann ich noch, ja. Ich bin am Ende. Werd mir wohl einen neuen Sponsor suchen müssen. Achtung.
Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Da habt ihr ja noch mal Glück gehabt, aber das... Seid ihr bereit? Zum Eingangstor. Na dann, Hals- und Beinbruch. Und weiter geht's. Der zweite Kampf im Halbfinale. Zuerst unser Traumpaar, das sich Hand in Hand durch die erste Runde gekämpft hat. Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall, wir klappen. Klatsch und Klatsch. Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten! Wegen euch habe ich unseren verloren! Ja, los, los! Hier der Gegner, ein paar Funkkerle aus dem Ödland, die mit diebischer Freude dabei sind. Mit Fingern so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidenswerten Opfer! Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen! Einen herzlichen Applaus für Beck und seine Rabiat-Rufmusik! Oh, oh. Die Armen. Die Armen. Ja, die kennen wir doch. Hey, alte Bekannte. Sag schön hallo. Oh, wie praktisch. Muss heute wohl unser Glückstag sein. Ja. Jetzt kriegt ihr euer Fett für die Sache von neulich weg. Mutig sind die doch gar nicht. Hole Luft. Was soll das? Mein lieber Johnny, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmlinge doch glatt mit 8 Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur ein. Yes! Und zwar das, was Don Corneo sagt. Habt ihr kapiert? Ja! Yeah! 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 Der Don hat's abgesegnet, Leute. Ich geb's auf. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Wird sich eine schöne Schlägerei. Ja. Quantität vor Qualität ist deren Motto. Nicht weggucken, sonst geht Ihnen das. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Mein Einsatz. Wir wurden gestorben. Raus, kommst du wieder zurück ins Leben, bitte? Raus, komm zurück. Dankeschön. So, Schwertsturm. Cloud, kommst du zurück? Cloud, sag mal dein Ernst? Bist du aber auch hier. Das heißt, ich hätte Vision einsetzen sollen. Mann, er hat nicht, dass ich mich Vision eingesetzt habe. Wird's bald? Genug. Egal. Das ist ja unglaublich! Ein weiteres
2:19. Der Sieg geht an. Das schwerkräftigste Märchen aller Zeiten. Team Cloud and Eris. Gar nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. So weit lasse ich mich nicht nochmal herab. Sag mal, Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Jetzt sind wir im Finale. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Ja, aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. Na, auf jeden Fall ausruhen vorher. Team Cloud und Eris, das Finale beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor. Brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr totzustellen? Ja, ihr habt's echt drauf, wisst ihr? Leute, wie euch. Die drei. Hab tierischen Kohldampf. So, na dann. Meinen größten Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale, seid ihr bereit? Na klar. Ich hab auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Jetzt hat er auf uns gewettet. Verehrtes Publikum, wir haben sie lange genug auf die Folter gespannt. Der Corneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen, das können sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern! Ja! Yeah! Als erstes, unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefegt hat. Das Pärchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Cloud und Eris, die Champions der bezaubernden Männerwelt. Thank you.
Erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Mach's gut. Na dann. Werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt dein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären. Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Also dann viel Glück. Füllt meine also Taschen dann viel Glück. Glück. Füllt meine Taschen brav mit. Schön. Also dann viel Glück. Also dann viel Glück. Füllt meine Taschen brav mit Geld. Ich mache das hier schon echt lange, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Gute davon Vorbereitung ist die halbe Miete. Oh je, da habt ihr mir ja richtig was. Was glaubt ihr, wie viel diese Schrotthaus steht ihr hier rum? Solltet ihr euch nicht langsam vorbereiten? Aber den Finalkampf heben wir uns auf für die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut!